Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute möchte ich euch ein kleines, aber sehr hilfreiches Tool zeigen, der uns einen wirklich sehr, sehr detaillierten Überblick verschafft über alle aktiven Prozesse auf unserem Windows-Rechner. Ja, beziehungsweise auch über alle geöffnete Dateien und geladene DLL-Dateien und so weiter. Das Tool nennt sich hier Process Explorer, ja, das wird von Microsoft selbst angeboten als Freeware-Programm. Das könnt ihr euch einfach aus dem Internet herunterladen, ja, wenn ihr einfach nach Process Explorer sucht in einer Suchmaschine eurer Wahl hier. Ja, dann wäre das hier ist die offizielle Seite hier. Ja, TechNet Microsoft. technet.microsoft.com. Hier können wir, wie immer von der offiziellen Seite natürlich, das herunterladen. Das sieht hier so aus. Ja, hier können wir runterladen. Eine kleine Archive ist das. Hier, wie man sehen kann, hier, das ist Windows Sys Internals. Das ist hier ein, ja, ein Department von Microsoft, die ja solche Freeware Tools ja entwickelt und als also ja als Freewares zum Download hier anbieten. Ich habe das jetzt schon heruntergeladen hier. Ich schließe das mal, das sieht dann so aus. Eine Archive, wie gesagt, eine kleine ZIP-Datei. Ich entpacke das jetzt einfach mal hier auf dem Desktop bei mir. Hier, was uns interessiert, ist natürlich hier die Exe-Datei hier. Das ist ja natürlich ein, ja, wenn man so möchte, schon ziemlich altes Programm hier. Den gibt es schon seit wirklich sehr lange. Das hier natürlich eine aktuelle Version hier. Hier eine Windows 10 Maschine. Und es ist eigentlich, beziehungsweise wir kennen alle den Task Manager hier unter Windows. Ja, hier haben wir auch ein paar Möglichkeiten und Informationen hier. Ja, da können wir auch hier Prozesse, ich weiß nicht, killen oder Priorität festlegen, ändern. Ist aber natürlich im Gegensatz zum Prozess Explorer hier, beziehungsweise der Prozess, ich schließe das jetzt mal, der Prozess Explorer hier, das ist eine Weiterentwicklung von den Task Manager. Eine sehr Weiterentwicklung, wenn man so möchte. Ich führe das jetzt einfach mal aus hier als Administrator. Und ja, dann sieht es so aus hier. Und zwar eine Liste mit allen möglichen Prozessen hier, die sehr bunt ist. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Farben. Die Farben kann man hier sich ja, selbst festlegen hier. Anpassen, wie man möchte. Das sind jetzt hier die Standardoptionen, ja, Einstellung hier. Hier kann man nochmal nachvollziehen, hier Jobs zum Beispiel, das ist Braun und so weiter, Own Process, das eigene Prozesse hier. Und ja, hier kann man nochmal ändern und so weiter. Ich lasse das jetzt hier mal so auf Default hier Standard. Und hier kann man schon sehen, zum Beispiel, wenn wir, ich nehme jetzt hier das erste Prozess hier, Steam. Wenn man schon mit dem Mauspointer hier rüber geht, dann kann man schon sehen, dass man hier die Kommandoline sieht hier und der Pfad zu der Exe-Datei. Ja, wenn man hier, einfach doppelklickt dann auf den Prozess hier, dann kann man hier schon sehen, hat man eine wirklich sehr, sehr detaillierte, ja, viele, viele Informationen hier zum Beispiel, ja, der Programmpfad hier zu der Exe-Datei, Kommandoline, wo das ausgeführt wird hier, aktuelle Directory hier, wo das installiert ist, Auto-Start-Location, das ist jetzt hier zum Beispiel die Registry-Schlüssel, wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Explore klickt, dann kann man, ja, öffnet sich hier der Registrierungseditor und sind wir hier direkt auf unserem Schlüssel hier.
Ja, hier Performance kann man nochmal hier zum Beispiel CPU, Input, Output, Priority und so weiter. Hier kann man sehen, welche Priorität das Prozess gerade besitzt. Hier 8 ist normal, glaube ich. Ja, wirklich hier einmal eine grafische Darstellung. Wenn man hier mit der Maus drüber geht, dann kann man auch den Verlauf hier sehen. Hier kann man noch mal zum Beispiel auch die Netzwerk- und Festplattenaktivität hier von dem Prozess ja, sehen, beobachten. Das ist hier ein Network und das ist also Netzwerk Aktivität hier Input, Output und hier die Festplatte. Hier kann man hier GPU, die tertiäre TCP, TCP-IP-Aktivität hier. Ja, Security, hier kann man nochmal ja, User und so weiter, alles Mögliches. Ich gucke gerade, okay. Environment hier, die Umgebung, wo das alles. Damit kann man übrigens auch mit diesem Programm sehr viele, wenn man zum Beispiel ja bestimmte Windows-Fehler oder DLL-Fehler zum Beispiel, kann man ganz gut benutzen, um den Fehler auf der Schliche zu kommen hier. Strings nochmal. Ja, ich schließe das mal. Was ganz cool ist hier, die hier ist auch eine Suchfunktion ja integriert. Und hier kann man zum Beispiel das Fenster nochmal so halbieren, beziehungsweise hier eine Subfenster und dann kann man hier, wenn man einen Prozess hier markiert, ja, die Infos hier direkt darunter sehen. Hier Company Name kann man sehen zum Beispiel, das kann man glaube ich in den Task Manager nicht, welche Firma das ist. Hier die Description, hier Beschreibung. Hier der Pfad zu dem, zu der, ja, der, also zum Beispiel hier sehen wir, dass hier die DLL, hier streambase.dll hier geladen ist von dem Prozess hier. Hier vielleicht, was ganz cool ist natürlich, das ist jetzt ab Version 16. Das ist jetzt hier 16.12. Hier mit integriert sehen wir hier diese Spalte Virus Total. Ich mache mal das wieder so. Dann haben wir das hier zum Beispiel. Das ist hier ja hier mit integriert. Da kann man, wenn man jetzt zum Beispiel, man kann jetzt hier Search Online Check Virus Total. Man kann hier zum Beispiel Check. Und da wird nochmal von dieses ja Virus Total dieses Online-Dienst nochmal die Datei geprüft, zum Beispiel, ob da irgendwelche böse Malware dahinter steckt. Man kann auch natürlich, wenn man hier draufklickt, da öffnet sich bei mir hier auf dem anderen Bildschirm hier zum Beispiel, da kommt man hier auf der Seite von Virus Total drauf. Und hier kann man die Details, also die ganze von dieser Files Details ja sehen. Alles Publisher, Product und so weiter, Original Name, Internal Name. Hier sehen wir, dass es verifiziert ist. Alles grün, wunderbar. Originalgröße und so weiter. Wirklich ganz toll. Das wird auch Subversion. Wirklich jede Menge Infos hier. Relationship, hier kann man nochmal die Hash zusätzliche, hier kann man den MD5, hier die Hash, der Schlüssel hier, Kommentare haben wir nicht. Bewertung gibt es doch welche, okay. Jedenfalls, das wird hier analysiert und versendet hier, das mit mehreren ja, Antivirus-Unternehmen hier zusammengearbeitet. Okay, das ist jetzt wie gesagt ganz neu jetzt, diese Option hier, ich schließe das mal mit dem Virus Total.
Ja, ansonsten, was gibt's noch? Was haben wir? Hier kann man nochmal, genau, den Monitor hier grafisch. Hier kann man, wenn man mit der Maus einfach hier rüber hält, nochmal ein paar Details sehen hier. Das ist jetzt hier eine Zusammenfassung hier. CPU, System, Physical Memory, Input, Output, Network und Disk hier. Hier nochmal einzelne. Achso, was vielleicht noch ganz cool ist, zum Beispiel, wenn wir haben jetzt hier dieses, ja, was ist das jetzt hier, ein Fadenkreuz, ja, das können wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ich starte jetzt vielleicht irgendwie ein Programm hier, Notepad++ zum Beispiel hier. Wenn wir jetzt ein Programm haben und nachschauen möchten, welches Prozess das hier ist und welche DLL-Datei er geladen hat und so weiter, ja, Dateien geöffnet hat. Das können wir jetzt hier, indem wir diese Fadenkreuz hier einfach mit der Maus festhalten und einfach rüberziehen auf einen beliebigen, auf unserem Programm hier und einfach loslassen. Und schon wird hier unser Prozess hier, ja, mit Blau hinterlegt. Und dann haben wir jetzt unser Programm und können wir direkt sehen, was der alles hier, welche Priorität er besitzt und so weiter. Festplattenaktivität, Netzwerkaktivität, TCP, IP, Security, die Umgebung hier alles. Ja. Und ja, das war's eigentlich auch schon alles. Das ist jetzt, ja, ich wollte eigentlich ganz kurz machen. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, dass es ja, hilfreich war und euch das irgendwie ja, weiter hilft. Ich schließe das jetzt einfach mal und ja, freue mich auf eure Kommentare oder auf ein Like und Abo. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, wie immer, ja, einen Kommentar hinterlassen und bis zum nächsten Mal. Kommandozeile hier die Eingabeaufforderung. Das aber als Administrator, ja. Und dann, ja, können wir mit dem Netzbefehl unserem, also den Hosted-Modus aktivieren, sozusagen, ja. Das machen wir, indem wir hier einfach Netz, Leerzeichen, WLAN, Set, Hosted Modus, ne, Hosted Network natürlich. Hosted Network. Na. Mode. Hello. Dann geben wir uns einen Namen hier für unseren Hotspot, die SSID. Das können wir frei wählen. Ich nenne das jetzt mal einfach Hotspot. Und natürlich ein Passwort. Passwort 123 und Enter.